Herzlich willkommen am täglichen Videostrategietiger des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Mittwoch, den 22. März 2017. In den letzten Tagen und auch in der vorletzten Woche bin ich ja nicht müde geworden, Ihnen vor einem größeren Engagement im DAX die abzuraten, denn wir hatten ja dargestellt, warum der DAX für meine Begriffe in einem zu bullischen Modus ist, warum die niedrige Schwankungsbreite eigentlich ein Warnsignal für jeden Anleger sein muss. Und wir hatten deswegen davon abgeraten, hier groß mitzuspielen. Wir hatten gesagt, dass hier zwar sehr große Chancen sich bergen, weil die Bullen bärenstark sind, wenn ich das mal dieses Wortspiel benutzen darf, aber gleichzeitig darin auch entsprechende Risiken stecken. Nun hat sich das bewahrheitet und wir haben eine kräftige Abwärtsbewegung bekommen. Jetzt wird der Bulle natürlich sagen, kräftige Gegenbewegungen sind immer trendbestätigend. So kräftig war die Gegenbewegung allerdings nicht. Wir sprechen ja hier gerade mal von 1% im S&P 500. 1% Abschlag, das hat es in den letzten 109 Tagen nicht gegeben. Aber es ist auch nicht die Welt und im Vergleich zu dem, was in den letzten Monaten gewonnen wurde, ist es auch noch nicht viel. Das muss aber nicht so bleiben. Wir gehen eher davon aus, dass wir jetzt in eine Korrektur hineinlaufen. Und deswegen hört mein Rat zur Abstinenz im DAX auch heute auf. Und wir raten hier auf die Short-Seite zu gehen. Es muss nicht unbedingt der DAX sein, es kann auch der S&P 500 sein, es können auch andere Indizes sein. Wir sind aus meiner Perspektive, und auch das hatte ich ja entsprechend erläutert, sehr stark überkauft. Und deswegen erwarte ich, dass wir jetzt endlich mal eine Korrektur bekommen. Die muss nicht unbedingt jetzt von diesem Niveau starten. Es ist auch möglich, dass sich hier ein Doppeltop bildet. Eigentlich wäre es sogar normal, dass sich ein Doppeltop bildet, dass der DAX nochmal über die Marke von 12.000 Punkten hinausgeht. Das heißt, taktisch würde ich jetzt so vorgehen, dass ich jetzt ein Drittel der vorgesehenen Short-Position einkaufe und dann nachkaufe die restlichen zwei Drittel, wenn der DAX sich nochmal in den Bereich von 12.070 Punkten in dieser Spanne bewegt. Das wäre ein sehr positives Signal. Da würde ich das zweite Drittel dann kaufen und das letzte Drittel, wenn dann die Abwärtsbewegung durch einen Fall unter die 11.920 dann nochmal bestätigt würde. Denn dann hätten wir ein gegenüber dem vorherigen niedrigeres Top und das ist immer ein erstes Signal für eine Trendwende. Das heißt, kaufen Sie jetzt ein Drittel. Kaufen Sie das zweite Drittel, wenn der DAX in eine Erholungsbewegung läuft und das letzte Drittel dann, wenn das alte Tief dann wieder nach unten durchschritten worden ist, beziehungsweise die Unterstützungslinien im Bereich von 11.900, 11.920. Das ist meine Empfehlung grundsätzlich und darüber hinaus sichern Sie natürlich alle Ihre Positionen bitte ab mit Stop-Loss. Es kann sein, dass wir uns irren und dass tatsächlich diese scharfe Gegenbewegung trendbestätigend ist und dass es dann weiter aufwärts geht. Das ist gar nicht auszuschließen. Deswegen ist es nie sinnvoll, völlig tabula rasa zu machen und das Depot ganz zu verkaufen, selbst wenn die Erwartung einer Korrektur sehr plausibel erscheint. Lieber über Stop-Loss absichern und wenn der Markt dann heute dreht und wieder neue Hochs erreicht, dann sind Sie wenigstens dabei und stehen nicht blank da. Das sind meine Hinweise für Ihr Vorgehen für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Bis morgen, Ihr Bernhard M. Klintzing.